Herzlich willkommen bei Fit mit Angie. Ich bin Angie Kaus und ich möchte Sie heute wieder bewegen. Heute geht es wieder ums Bindegewebe und da habe ich mal was mitgebracht, nämlich einen sogenannten Doppelball oder Duoball. Tja, und damit kann man richtig Druck auf die Faszien ausüben. Aber nun hat nicht jeder so einen Doppelball. Deswegen gibt es eine Alternative und die zeige ich mal ganz kurz. Wenn man keinen Doppelball hat, dann kann man zwei Tennisbälle nehmen und eine Socke. Und was macht man? Man bringt die beiden Tennisbälle in die Socke, schiebt sie runter, macht einen festen Knoten, das ist wichtig, damit das nicht hin und her rutscht. Übrigens, diese Socke hat mir meine Nichte gestrickt. Vielen Dank dafür. Meine Farben. Und dann hat man auch ein Equipment. Und ich sag mal, Tennisbälle, also fast jede Frau hat doch Tennisbälle. Also ich sage nur Waschmaschine, Daunenjacke oder so ähnlich. Also Equipment brauchen wir heute. Und wir machen zugleich einen wunderbaren Fitness-Test. Wir legen mal unser Equipment zum Boden. Und jetzt gibt es einen Fitness-Test. Wir wollen mal gucken, wie sieht es aus mit der Beweglichkeit. Und zwar in den Beinen, in den Kniesehnen, denn es gibt eine Rumpfbeuge. Und die machen wir jetzt mal und dann gucken wir mal. Also, die Hände mal hier rauf und dann gehen wir mal runter. Wie weit können wir runter? Kommen wir bis hier? Kommen wir bis hier? Bis da? Oder da? Vielleicht so da und vielleicht sogar hier? Oh mein Gott. Und jetzt Bauch einziehen, langsam hoch. Also das war der Ausgangscheck. Ja, da weiß man, wie beweglich bin ich in den Kniesehnen, in den Waden, in der Rückseite. Und jetzt gehen wir uns erstmal einrollen. Wir brauchen unser Equipment. Entweder den Doppelball oder wie hier zwei Tennisbälle. Mit den Füßen mal raufgehen. Mit den Zehen und jetzt mal Druck ausüben. Die Tennisbälle sind natürlich netter als ein Doppelball, weil die Tennisbälle geben mehr nach. Und das kann man spüren. Und jetzt mal langsam den Fuß nach vorne schieben. Dadurch kommt das Equipment Richtung Ferse. So, und in der Mitte, da spürt man meistens was. Das kann auch sein, dass es mal wehtut. Ja, da sind so kleine Schmerzfühler drin. Man sagt so Schmerzskala 0 bis 10, ungefähr 7, 8 maximal. Wenn jemand sagt, ich habe 12, dann muss man runtergehen, dann ist zu viel gedrückt. Okay, also wir gehen bis zur Ferse. Einmal rauf, drücken, jetzt loslassen, neu starten, derselbe Fuß. Drück rauf und schieb den Fuß nach vorne. Nach vorne schieben, drücken, spüren. Man muss immer so eine kleine Rückmeldung kriegen, dass da irgendwas passiert in dem Fuß. Also bei mir habe ich gerade eine Stelle, die ist nicht so schön, aber sie geht vorbei. Ne? So, wichtig, Druck nicht verlieren. So, bis zur Ferse, dann einmal reindrücken, lösen, nur die Zehen rauf und jetzt mal die Ferse richtig in den Boden drücken, das Bein komplett durchstrecken. Man sollte die Waden spüren. Und wenn ihr sagt, oh, unangenehm, trotzdem draufbleiben. Und wenn man sagt, ich spüre ja gar nichts, das andere Bein mit einem großen Schritt nach vorne. Und dann erhöht sich der Zug. Wir dehnen gerade die Waden aus. Also ich spüre, dass ich lebe, ne? So, dann gehen wir mal runter. Oh, und jetzt mal die Füße nebeneinander stellen. Man muss das Gefühl haben, man hat unterschiedliche Füße. Ja? Das eine ist so ein bisschen, sinkt mehr in den Boden ein und der andere noch nicht. Und das ändern wir jetzt natürlich. Also, anderer Fuß. Wieder die Zehen rauf. Drücken. Spüren. Jo. Also mit dem Tennisball oder mit den Tennisbällen geht das immer noch.
Mit dem Doppelball ist es dann schon mehr zu spüren. Meine Kursteilnehmer wissen das, ne? Ja. So, weiter drücken, weiter schieben. Spüren, wo ist es angenehm, wo vielleicht nicht. Man hat ja unterschiedliche Stellen. Weiter geht's, weiter drücken, weiter schieben. Bis zur Ferse. Dann das Bein mal vielleicht strecken. Gewicht drauf. Locker lassen. Neu starten, selber Fuß. Drücken und schieben. Also wichtig ist der Druck, der darf nicht nachgelassen werden. Faszien kriegen wir über Zug, über Druck oder auch über Federn. Jetzt machen wir gerade Druck. Weiter drücken, weiter schieben. Bis zur Ferse. Bein strecken, spüren. Ich sag mal ja. Locker lassen, nur die Zehen rauf. Ferse im Boden, wir haben wieder eine Wadendehnung. Bein komplett strecken. Und wenn man sagt, jo, alles gut, ich brauche ein bisschen mehr, Schritt nach vorne, Gewicht nach vorne. Ja, und man sollte den Wadenzug spüren. Wir sind jetzt im Zwillingswadenmuskel. Dann gehen wir mal runter und jetzt gucken wir mal, wie fühlt es sich an. Beide Füße, oh, fast gleich, ne? Schön. So, und jetzt haben wir noch eine schöne Runde. Wir gehen auf den Fersen. Also mal die Zehen hoch, 30 Sekunden und los geht's. So, man kann mal die Matte ablaufen, vorwärts und vielleicht sogar mal rückwärts. Wenn wir rückwärts laufen, trainieren wir auch unser Gehirn. Ihr wisst ja, ich mache ja auch Gehirntraining. Und darum ist das ganz gut, wenn man auch mal rückwärts läuft. Wenn du sagst, ah nee, das geht gar nicht, dann kann man auch am Platz bleiben, ja? So, wir haben noch ein paar Sekündchen. Ein paar Sekündchen haben wir noch. Gleich geschafft. So, gib mir die letzten. 5, 4, 3, 2, 1. Beide Füße nebeneinander. Jo. Wiederholungstest. Wir sagen Retest. Wie weit kommst du runter? Wir schauen mal. Hat sich was verändert? Kommen wir tiefer? Kommen wir tiefer? Also ich komme sowieso runter, also bei mir geht es leichter. Nicht schummeln, Beine nicht beugen, ja? Bauch reinziehen, jetzt langsam hoch, 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 hoch. So, wie sah es aus? Also, wenn man vorher hier war, wird man nicht da sein. Aber wenn man vielleicht hier war und man ist dann schon hier, dann hat man Länge geschaffen. Also, was müssen wir machen? Üben. Üben, üben, am besten täglich. So, legen wir mal los mit Bewegung. Wir gehen mal. Arme und Beine bewegen. Fußspitze tippen. Auf die Ballen. Arme so ein bisschen mit. Noch 4, 3, 2, Arme lang, lang, lang. Große Bewegung, groß. Fußspitze tippt. Nochmal, nochmal, noch 4, 3, 2, 1, Achtung, Arme unten, beide Arme hoch und zurück, hoch und zurück und hoch. Und wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, die Arme sind ja viel langsamer als die Beine. Ja, wie nennt man das? Koordination? Oh, da ist es wieder, ne? Da kommt das Gehirn wieder, ja. Okay, wir haben noch 4. Richtig groß werden. 3, 2, letzte Mal. So, dann bleiben wir mal stehen, tief Luft holen und jetzt fallen wir zusammen, machen einen richtigen Schwung und zusammenfallen. Nochmal und Schwung und
Wiederholung und zusammenfallen. Einer mehr, einer mehr. Yep. Ja, und die Profis unter euch, die können jetzt so Mini-Jump machen. Aber vorher bitte Bauch reinziehen. Ja? Kleiner Sprung. Atmen. Luft raus. Noch vier. Drei noch. Zwei mehr. Letzte Mal. Und lösen. Oh. Ja, Schultern nochmal groß werden lassen, weil die brauchen wir jetzt gleich. Und dann bleiben wir mal stehen. Arme zusammen. Wir drehen auf. Drehen. So den ganzen Radius jetzt. Jetzt geht der ganze Körper mit. Einmal nach hinten gucken. Nach hinten gucken. Vier noch. Drei. Zwei. Eins. Und locker lassen. Locker lassen. Schön oder schön? Natürlich schön. Komm, streck dich mit mir aus. Mach dich lang. Yes. Wie schön. So, und heute geht es mal ein bisschen schräger. Und vielleicht mal auf ein Bein bei mir gucken. Ich knick das so ein bisschen ein. Das ist jetzt wichtig, damit ich keinen Stress im Rücken habe. Wir sind in der seitlichen Rückenlinie. Oh, wie schön, ne? Ja, ich weiß. Oh mein Gott. So, und jetzt gucken wir mal, wie weit kommen wir denn runter, ne? Kommen wir Richtung Boden. Bitte nicht mit gestreckten Beinen, sondern immer ein Bein gebeugt, das ist wichtig. Und vielleicht können wir ja mal tippen, vielleicht. Und nochmal, nochmal. Ausatmen. Luft raus. Gleich haben wir es. Halte durch. Und jetzt geht es langsam wieder hoch. Oh, schön, ne? Also mir tut das immer richtig gut. Was habe ich letztens gesagt? Faszien faszinieren mich immer wieder, ne? So, und jetzt können wir da so ein bisschen beweglicher werden. Im ganzen Körper. Und jetzt mal so eine Art Welle. Eine Welle. Eine Welle. So, und daraus können wir vielleicht sogar eine Acht machen. Eine liegende Acht. Bleiben wir mal rechts. Eine liegende Acht. Oh, wie schön. Hier arbeitet der ganze Oberkörper angenehm. So, gehen wir mal raus. Wechsel und liegende Acht. Liegende Acht. Und die Beine sind weich. Gehen immer so ein bisschen mit. Immer eine Ferse anheben und senken. So, haben wir nochmal. Noch vier. Drei noch. Zwei noch. Letzte. Und wir machen auf. Und zu. Und auf. Und zieh nach hinten. Öffnen. Ziehen. Oh, schön. Und jetzt vielleicht mal groß. Zehenstand. Und wenn er sagt, oh, das geht ja gar nicht, machst du nur die Arme. So, wir haben nochmal. Noch vier. Drei noch. Zwei noch. Einer. Und lösen. Einmal die Augen zu Angie. Bauch einziehen. Erste Knie kommt. Knie hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Bauch einziehen. Nochmal. Atmen. Luft raus. Luft raus. Gleich haben wir es. Ein noch. Letzte. Und lösen. So, mal probieren, ob das klappt. Einmal gucken. Hände hinter die Oberschenkel. Versuch beide Fingerspitzen berühren sich. Probier.
Ohne umfallen. Was? Es wackelt? Es darf wackeln, ne? Yep. Hinter die Oberschenkel. Ohne den Oberkörper abzuklappen. Das heißt, du musst mehr die Beine anheben. Yep. Schöne Übung, oder? Kann man stundenlang. Ne, nicht wirklich. Yes. Halte durch. So, die letzten. 4, 3, 2. Letzte Mal. Und lösen. Wie ging's? Ich hoffe, gut. Machen wir einen schönen Abschluss, ne? Kennen wir schon. Alles weit. Wir umarmen was Großes. Wir erinnern uns an den Anfang. Nach vorne ziehen. Runter gucken. Wegdrücken. Hochkommen. Mit einem Lächeln öffnen. Ah, wie war das? Immer 3, ne? Öffnen. Umarmen. Weg. Drücken. Hochkommen. Lächeln. Letzte Mal. Einatmen. Umarm den Baum. Mach alles lang. Drück weg. Komm hoch. Und schenk mir mal dein schönstes Lächeln, was du heute hast. Ja? Und ich sage Dankeschön fürs Mitmachen. Wir sehen uns wieder.